Habt ihr Ton? Ja. Ja, dann darf ich Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz am heutigen Mittwoch. Es gibt schönere Gründe für eine Einladung zu einer Pressekonferenz. Ich glaube, da spreche ich auch für Geschäftsführer Jürgen Wehland und Uwe Brunn als Vizepräsident des VfL Osnabrück, die ich hier auch herzlich begrüße, als die Beurlaubung des Cheftrainers bzw. des Trainerteams. Heute eine kurze Meldung rausgegeben, dass Joe Ennox als Cheftrainer und Wolfgang Schütte als Co-Trainer der Lizenzspielermannschaft sofortiger Wirkung beurlaubt sind und das ist der Grund für die Einladung zur Pressekonferenz. Also danke nochmal an dieser Stelle für ihr und euer Erscheinen. Und dann würde ich auch direkt mit der Frage überleiten an unseren Geschäftsführer Jürgen Wehland, der vielleicht kurz einmal was zum Prozess, zum Ablauf und letztendlich auch zur Begründung der Entscheidung sagen kann. Jürgen, bitte. Ja, danke Sebastian. Ich glaube, ich muss nicht betonen, dass es ein ganz bitterer Tag ist, nicht nur für mich persönlich. Sondern auch für den VfL insgesamt, für viele, viele Menschen, die Joe Ennox schätzen, gelernt haben und auch für seine Arbeit würdigen. Dass das leider nicht immer so der Fall war oder nicht bei allen, haben wir gerade am letzten Wochenende auch entsetzt zur Kenntnis genommen. Und dazu vielleicht später noch mehr. Wir haben uns die Entscheidung, das Trainerteam zu beurlauben, Joe Ennox als Cheftrainer der Lizenzmannschaft des VfL Osnabrück und Wolfgang Schütte als Co-Trainer, nicht leicht gemacht. Die Entscheidung ist heute Nacht um 2 Uhr gefallen. Es gab tagelange Diskussionen, das war ja auch zu lesen. Die gingen im Prinzip über Wochen, ohne dass das vielleicht an die Öffentlichkeit gedrungen ist, seit dem Erfurt-Spiel beginnend, aber spätestens nach dem Meppen-Spiel haben wir gesehen, dass wir hier in einer wirklichen sportlichen Krise stecken. Stand heute können wir die sportliche Bilanz von 30 Spielen saisonübergreifend inklusive der Rückrunde oder das Jahr 2017 mit 32 Punkten unterm Strich nicht wegdiskutieren. Mit einem Schnitt von 1,06 Punkte und einer nicht erkennbaren Änderung oder einem positiven Trend bist du in der Prognose ein Absteiger mit ungefähr 40 Punkten. Und in dem Moment gilt es halt, Entscheidungen zu treffen. Und die haben wir dann schweren Herzens, aber der Gewissheit, dass wir eine Verantwortung nicht nur für die Trainer, sondern eben auch für die Region, den Club als solchen, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die erarbeiten, zu treffen haben. Und dem haben wir Rechnung getragen und dann diese Entscheidung getroffen zum Ablauf, hatte ich gerade schon gesagt, dass wir in den letzten Tagen oder Wochen, diese schwierigen Wochen, ich meine, wir hatten 4 Spiele innerhalb von 14 Tagen zu bestreiten, schwere Spiele. Auch das gestern sah vielleicht einfach aus, aber das musst du erstmal machen mit diesem Rucksack, wie Mark Heider es neulich genannt hat, in dieses Spiel zu gehen, unter schweren Bedingungen auch da zu spielen, auch wenn sicherlich der Gegner jetzt nicht das Maß der Dinge war und nicht mit der dritten Liga vergleichbar ist. Nach vorne gerichtet wird es so sein, dass ab morgen beginnend unser Fußballlehrer Daniel Thun als Interimstrainer die Verantwortung für die Lizenzmannschaft übernimmt. Er wird dabei begleitet von seinem langjährigen Assistenten Merlin Polzin, auch A-Lizenzinhaber. Und das Team wird dann noch ergänzt, natürlich über Rolf Meyer als einen unserer erfahrensten Kollegen im Team, Torwarttrainer, und Alexander Ukro, der interimsweise ebenso wie die anderen Kollegen hier in die Lizenzmannschaft geht und dort als Koordinator zwischen dem Trainerstab
und dem Management im Club die Schnittstelle bildet, eng und nah am Team sein wird, was mein Kollege Lothar Ganz in den nächsten Wochen nicht sein wird. Wie in der Vergangenheit ist es nachvollziehbar und er hat gute Gründe dafür, können wir vielleicht auch gleich noch drauf eingehen. Aber das ist die Konstellation, mit der wir starten. Das heutige Spiel des Perspektivkaders in Lohne findet statt. Es wird die Mannschaft, das Team wird betreut von Alexander Ukro, auch Fußballlehrer. Und wir werden dann im weiteren Verlauf morgen das erste Mannschaftstraining haben. Wir werden persönlich, Uwe und ich, vor Ort sein und dann nochmal mit der Mannschaft auch sprechen, unsere Gründe darlegen und dann ja, nach vorne schauen und diese schwere Aufgabe, die vor uns liegt, gemeinsam angehen. Es gilt jetzt, nachdem wir die angekündigten Konsequenzen zunächst einmal in dieser Form gezogen haben, es wird weitere Konsequenzen geben, denke ich, werden wir dann versuchen, so schnell wie möglich die Kurve zu kriegen. Unser Ziel ist klar, einen einstelligen Tabellenplatz in dieser Saison zu erreichen. Es geht jetzt darum, nach den schweren, verunsichernden Wochen, spätestens nach Erfurt, nachdem wir geglaubt haben, die Kehrtwende geschafft zu haben, gerade in Groß-Aspach, ein Spiel, was viel Mut gemacht hat, dann diesen Rückschlag zu erleiden, das war schwer, haben wir auch nicht weggesteckt, muss man sagen, viel Verunsicherung gebracht. Aber das gilt es jetzt abzulegen, vielleicht auch ein Stück weit eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Und wenn uns das gelingt, dann bin ich mir sicher, dass wir mit der gesamten Teamstärke, damit meine ich wirklich die Mannschaft, die diesen Namen auch tatsächlich verdient, auch wenn man das in den letzten Spielen auf dem Platz vielleicht nicht unmittelbar so wahrgenommen hat, aber der Trainer und Lothar Ganz, die dieses Team zusammengestellt haben, geformt haben, glauben an dieses Team und beide genießen auch nach wie vor unser uneingeschränktes, insbesondere mein auch uneingeschränktes Vertrauen. Aber es braucht eben auch Zutrauen, Zutrauen in grundsätzliche, nach vorn ausgerichtete, lösungsorientierte Argumente, die uns deutlich machen, dass eine Kehrtwende möglich ist in der jetzigen Konstellation. Das haben wir leider nicht mehr gesehen und insofern haben wir dann diese für uns alle sehr bittere Entscheidung getroffen. Danke. Danke, Jürgen. Und dann würde ich auch direkt in die Fragerunde überleiten. Ich bin sicher, dass es welche geben wird. Könnt ihr gerne stellen, sowohl an Jürgen Wehnert, aber auch an Vizepräsident Uwe Brunn. Harald, nimmst du das Mikrofon? Moment, könnt ihr das Mikrofon nehmen? Das können wir es mit aufzeichnen, danke. Wer hat diese Entscheidung gefällt und ist die einstimmig gefallen? Ja, es gibt da keine Einstimmigkeit in dem Sinne. Es ist eine Entscheidung, die natürlich zunächst einmal von uns beiden, wie wir hier sitzen, vorbereitet wurde und natürlich in enger Abstimmung mit den Gremien getroffen werden muss. Es ist eine Managemententscheidung, eine Entscheidung der Geschäftsführung, aber die trifft man nicht alleine. Da ist man im engen Austausch mit den Gremien. Uwe Brunn als Sportbeirat der GmbH, der Komplementärin, die den Gesellschafter e.V. vertritt in unserer Spielbetriebsgesellschaft, hat das eng begleitet, in dem Sinne wörtlich zu nehmen, Tag und Nacht. Und auch die Schnittstelle in die Gremien hineingebildet. Wir waren im permanenten Austausch, auch gestern bis sehr spät. Und wir haben uns jetzt dann zusammengesetzt und final natürlich mit dem Votum der Gremien dann auch diese Entscheidung gefällt. Wie ist es Joe Enox mitgeteilt worden? Hat er sich schon von der Mannschaft verabschiedet? Und wie wird es mit Joe Enox weitergehen? Also er ist beurlaubt worden. Besteht eine Möglichkeit, dass er weiterhin im Verein beschäftigt wird? Kann man das einmal zusammenfassen? Also wir haben uns heute Morgen um 8:30 mit Joe Enox getroffen. Haben ihm das natürlich persönlich mitgeteilt. Haben dann anschließend uns um 9.15 Uhr persönlich mit Wolfgang Schütte getroffen, haben ihm was persönlich mitgeteilt. Es war wirklich, also
ganz, ganz, ganz bewegende Momente, muss man einfach sagen. Und das war schon sehr heftig. Und haben dann im Nachgang dann Gespräche geführt, auch mit Daniel Thune für die Zukunft. Ich denke mal, wie gesagt, das Werk, was Joel in 21 Jahren geleistet hat für den Verein, ist eigentlich, ja, das ist unglaublich. Und wie er in den letzten Wochen behandelt worden ist von vielen Menschen, das ist für uns echt, das hat uns auch tief betroffen gemacht. Aber wir haben halt die Verantwortung und deswegen, wie Jürgen schon sagte, wir mussten einfach da jetzt für den VfL diese Entscheidung treffen. Joe wird immer ein Teil vom VfL Osnabrück bleiben. Joe ist ja auch nicht gekündigt, sondern Joe ist ja beurlaubt. Und wir würden uns wünschen, dass Joe vielleicht 2, 3 Wochen, 4 Wochen einfach mal abschalten kann, sich um seine Familie kümmern kann und dass wir dann hoffentlich ihn weiter für den VfL gewinnen können in Zukunft. Vielleicht kannst du noch kurz ergänzen, Uwe, die Frage, ob Joe sich von der Mannschaft verabschiedet hat. Ja, natürlich. Also das war heute Morgen auch so. Joe wollte sich dann gerne von der Mannschaft verabschieden. Wir wollten da auch gerne dabei sein, aber Joe hat darum gebeten, das alleine zu tun, mit Wolle zusammen. Und dem sind wir natürlich nachgekommen. Er wollte dann ganz gerne sich persönlich da verabschieden. 10.30 Uhr war das dann. Und wie gesagt, wir waren dann nicht dabei, aufgrund den Wunsch von Joe zu respektieren. Und wir werden das morgen dann, das Notwendige der Mannschaft, morgen früh, wie Jürgen gerade schon sagte, dann mitteilen. Zusammen mit der Vorstellung von Daniel dann morgen früh und auch nochmal die Gründe nennen, warum wir heute Morgen jetzt eben nicht dabei waren. Nur wie gesagt, wir versuchen auch wirklich auf alle Kleinigkeiten auch zu achten, nur in dem Fall war uns einfach der Wunsch von Joe war uns einfach Befehl. Es gab ja ein paar ganz gute Argumente auch für Joe. Sie haben eben skizziert oder gesagt, es hat das Zutrauen gefehlt. Das hätte ich gerne ein bisschen konkreter. Warum hat das Zutrauen in einen Mann gefehlt, der ja jetzt allen gut bekannt ist in seiner Art, der sicherlich auch unter der Gesamtentwicklung zu leiden hatte? Ich weiß nicht, ob es zahlenmäßig zu belegen ist, aber im Anteil zum Gesamtvolumen hatte er vielleicht den kleinsten Etat aller Drittligatrainer seit 2008. Er musste mit Verletzungen, mit Ausfällen kämpfen. Wir wollen nicht vergessen, dass der Wettskandal, das Wort ist falsch, dass die Verdächtigungen nach dem letzten Spiel auch Unruhe in die Mannschaft gebracht haben. Er hat Spielerverkäufen zugestimmt. Er hat den Sparkurs mitgetragen, hat junge Spieler aufgebaut. Warum fehlte da das Zutrauen? Was genau hat Sie dazu bewogen zu sagen, nein, es geht jetzt nicht mehr weiter? Das Spiel gegen Magdeburg hätte man ihm, so glauben viele, auch noch gönnen können. Oder nicht gönnen können, sondern geben können, um dann doch die Wende zu erzwingen. Aber warum war der Glaube, dass er die Wende schafft, nicht mehr da? Ich kann das konkret anhand der letzten Woche beantworten. Ich würde aber vorne eine kleine Gegenfrage stellen. Wer übernimmt die Verantwortung, wenn es gegen Magdeburg schief geht? Ein erneutes 0-3, ein erneutes 0-4 zu Hause droht und sich dieser Trend fortsetzt. Wir haben jetzt 2 Wochen vor uns, in der man intensiv hätte arbeiten können. Natürlich war es eine Option mit dem Trainerteam und einer Verpflichtung der Mannschaft, die Pläne, die auch ja viel zitiert wurden, umzusetzen. Auf dem Platz. Das ist uns in der Vergangenheit nicht gelungen. Nach dem Würzburg-Spiel, ich hatte vorhin ja als Ausgangspunkt mal Meppen genannt, nach dem Würzburg-Spiel habe ich auch gelesen, das ist Rückschritt und keine Stagnation, was wir gesehen haben in diesem Spiel. Wir haben in dieser Woche intensivst gearbeitet, mit allem, was uns zur Verfügung steht, denke ich, oder in dieser Woche zur Verfügung stand. Wir müssen einfach nach der Niederlage in Münster, ich bin sicher, es ging mir nicht alleine so, dass ich das als Demütigung empfunden habe oder als beängstigend, dass wir nicht die richtigen Knöpfe, Stellhebel gefunden haben, um den Schalter wirklich umzulegen, also diese Kehrtwende herbeizuführen. Das ist uns nicht gelungen. Und ich sage ganz bewusst uns, in dieser Konstellation. Uns ist klar geworden, wir müssen ja an dieser Konstellation etwas ändern.
und haben gerungen wirklich in den letzten Tagen, was können die Maßnahmen sein? Was hat die überwiegende Wahrscheinlichkeit auf Erfolg? Das war die Diskussion, die wir in diesem Zusammenhang geführt werden. Wir haben es in dieser Woche nicht geschafft, diese Lösung zu erarbeiten, gemeinsam. Und wir haben nicht gesehen, dass wir sie in dieser Zeit bis Magdeburg holen würden. Und es ist mir eins wichtig zu sagen, ich unterschreibe alles, was Sie eben gesagt haben. Wir haben seit dem Paderborn-Spiel diesen Verdacht auf versuchte Spielmanipulation einen Rucksack mit uns rumgeschleppt. Den haben wir nie wirklich abgelegt, das muss ich auch sagen. Den haben wir mit in die Sommerpause geschleppt. Und Sie haben die schlechte Vorbereitung erwähnt, die Verletzung, mit denen Joe Enochs als Trainer, das Trainerteam zu kämpfen hatte. Die Verpflichtung, die wir gemacht haben, die in sich, aber auch im Team noch Zeit brauchen, die vielleicht noch nicht so integriert sind, wie es am Anfang schien, als wir gegen den HSV hier ein unglaubliches Spiel erlebt haben, was ja auch viele euphorisiert hat. Aber auch da, wir reden dort über den DFB-Pokal und noch nicht über die Liga. Und alles das unterschreibe ich. Und der Trainer hat jede Entscheidung, die wir als Club getroffen haben, wir haben immer von diesen dreimal Ja-Entscheidungen gesprochen, haben wir gemeinsam getragen. Und so tragen wir auch gemeinsam die Verantwortung. Aber ich kann nur an jeden appellieren, auch in diesem Verein, deutlich zu machen, dass wir als Verein 51% Verantwortung tragen. Der Trainer vielleicht die 49, die dann übrig bleiben. Es geht nicht um Schuldzuweisung, es geht wirklich um die Übernahme von Verantwortung. Verantwortung heißt für uns aber auch, zu erkennen, wann haben wir diesen Point of Return noch, wenn ich es mal so nennen darf. Wann ist der? Und wäre Magdeburg gegebenenfalls nicht ein Point of No Return geworden? Und das, was am letzten Samstag, Samstagnacht, auch vor dem Haus von der Familie Enochs passiert ist, das, was an der Illershöhe passiert ist, ist gegebenenfalls dann nur die Spitze von etwas, was kommt. Wir haben eine Verantwortung nicht nur für den Verein, aber vor allen Dingen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ganze Umfeld, die Fans, alle, die da mitwirken, sondern eben auch gegenüber dem Menschen, Joe Enochs und der Familie. Und insofern, das alles zusammengenommen, haben wir diese Entscheidung getroffen, die natürlich für viele bedingt wahrzunehmen ist. Viele hätten sich diese Chance gewünscht. Glauben Sie es uns, wenn wir das nötige Zutrauen gehabt hätten, aber das hat eben auch was zu tun mit Wahrnehmung, die ist auch subjektiv, das gestehe ich auch zu. Aber in dieser Situation hatten wir es eben nicht und so haben wir diese Entscheidung getroffen. Magdeburg als Chance zu nutzen für einen Neuanfang. Man weiß ja, wie Äußerungen von Profis allgemein zu bewerten sind, gerade in solchen Situationen. Aber ein paar Trainerwechsel macht man als Journalist mit, wenn man über den VfL berichtet, zumal sind ja die meisten irgendwann auch weit vor ihrer Ära geschasst worden. Aber ich habe es selten erlebt, dass so einhellig und eindringlich die Spieler sich geäußert haben. Manche offen, wie auf unserer Internetseite schon nachzulesen ist, manche mit der Bitte, das nicht mit einem Namen zu verknüpfen. Hat Sie das nicht an irgendeiner Stelle dann doch auch nachdenklich gemacht und wie wollen Sie das dann der Mannschaft erklären? Sie haben ja sicherlich auch am Sonntag mit der Mannschaft gesprochen, da werden Sie dieses Feedback ja auch bekommen haben. Das hat dann auch letztlich keinen Ausschlag geben können für den Trainer. Ich meine, wir haben in der letzten Woche ja schon nach dem Würzburg-Spiel die Mannschaft auch versucht, entsprechend in die Pflicht zu nehmen und ich spreche jetzt mal ausdrücklich nicht über die mediale Bekundung von Teilen der Mannschaft, sondern wirklich das, was hinter den Kulissen auch passiert ist. Das ist wirklich eine sehr emotionale Situation, das muss man einfach sagen. Und es gibt eine enge Bindung und es gibt auch eine Mannschaft, die ich sehe, die wirklich gut ist. Da kann ich meinen Kollegen einfach nur beipflichten. Diese Mannschaft ist gut, aber sie hat es eben in den Spielen nicht umsetzen können. Und dass wir in Münster gegen den SC Preußen verloren haben, der uns mit Herz und Teamgeist geschlagen hat, vermeintlich, kennzeichnet so ein bisschen die Situation. Ich glaube, dass wir eine ganz andere Situation haben als zum Beispiel 2015. Damals war die Mannschaft tot.
Es gab einen riesen Riss zwischen Funktionsteam oder dem Trainerteam und der Mannschaft. Als Joe gemeinsam damals mit Daniel und Alex das Team übernommen hat, haben sie es erstmal belebt. Wir haben in Cottbus dieses späte Tor gemacht, was uns zurückgebracht hat in die Erfolgsspiele. Wir haben gegen Kiel hier in der Halbzeit gesehen mit 3-0, meine ich. Das war ein Aufbruchssignal. Joe hat immer das Vertrauen der Mannschaft gehabt, das ganze Trainerteam und von uns ja allen Beteiligten auch, und hat wirklich durch seine Art und Weise, wie er mit Menschen arbeitet, ganz viel bewegt. Und glauben Sie es uns, Sie müssen eben im Zweifelsfall Entscheidungen treffen, die natürlich ein Stück weit einen Perspektivwechsel vornehmen, also im Sinne von, Sie haben ein Trainerteam, was so eng mit der Mannschaft zusammen ist und auch gemeinsam da durchgehen will. Nur manchmal steckt man eben auch in einem Tunnel drin und verliert vielleicht auch ein bisschen den Blick auf die Bilanz am Ende des Tages. Ich weiß nicht, das sind Entscheidungen, die Sie treffen müssen an einem Punkt, wo Sie erst im Nachhinein sehen werden, ob Sie richtig sind oder ob Sie nicht richtig sind. Aber wir haben gerade drüber gesprochen, was die Beweggründe waren, das möchte ich nicht wiederholen an der Stelle. Wir wissen um die Meinung, wir haben sie auch gehört, sie war uns auch verdammt wichtig, aber letztendlich müssen wir die Entscheidung treffen. Und die ist leider so ausgefallen, dass wir das Trainerteam beurlaubt haben oder aus der Verantwortung genommen haben. Lothar Ganz hat öffentlich gesagt, dass er die Trennung zu diesem Zeitpunkt für falsch hält. Er hätte auch dagegen votiert. Das wird stimmen. Das können Sie bestimmt bestätigen. Er hat gleichzeitig gesagt, dass er seinem Ansatz, seiner Aussage von vor gut einem Jahr folgt. Da hat er gesagt, er würde sich schwer tun, einen Trainer wie Joe Enochs zu lassen und da ganz normal weiterzuarbeiten. Er hat gesagt, er würde wegrücken von der Mannschaft, von dem neuen Trainer und seine Aufgaben erfüllen. Können Sie vielleicht so konkret wie möglich was sagen zu der Zukunft der Position von Lothar Ganz? A, wird er bis Saisonende weitermachen oder wird er darüber hinaus weitermachen? Und wie, auch wenn das in der Phase, in der Sie nach einem Trainer suchen, vielleicht ein bisschen frech klingt, wie weit sind Sie damit, mit der Entscheidung, wir wollen einen Sportdirektor, und dann, falls ja, wie weit sind Sie mit der Suche danach? Oder hängt das sogar dann vielleicht mit der Suche nach einem neuen Trainer jetzt zusammen? Zum Teil. Wir haben vor der Saison und oder in der Vorbereitung auch in den Gremien intensiven Diskussionen um die Strategie, um Kompetenzen, um auch sonstige Erfolgsfaktoren für einen Profifußballclub festgelegt, dass wir einen Sportdirektor verpflichten werden, noch in dieser Saison. Auch vor dem Hintergrund, dass Lothar ja seinen Wechsel bzw. seinen Rückzug aus dem aktiven, operativen Geschäft zum Jahreswechsel angekündigt hatte oder wir das so besprochen hatten, haben wir diesen Beschluss gefasst. Wir sind in einem Auswahlverfahren und werden die Position des Sportdirektors noch in dieser Saison besetzen. Ich bitte um Verständnis, dass ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen kann, wann das genau sein wird und vor allen Dingen auch nicht, wer es sein wird. Wir haben im Club Fußballkompetenz, viel Fußballkompetenz. Es braucht darüber hinaus soziale Kompetenz auf dieser Position, die haben wir. Was wir brauchen im Sport, im Bereich Sport, ich habe das neulich in einem Interview auch gesagt, wir müssen einem Trainer Strukturen bieten, eine Plattform bieten, die es ihm ermöglicht, erfolgreich zu arbeiten. Und das haben wir nicht. Das haben wir in den letzten Jahren der Sanierung, der Entschuldung und so weiter nicht geschafft. Deswegen sind wir übereingekommen. Es gibt einen Plan, dem das entsprechend auch unterliegt, der die Position des Sportdirektors vorsieht. Wir werden darüber hinausgehend im Scouting, im Kadermanagement weitere Positionen im Profibereich schaffen. Also moderne Strukturen einziehen in den Profifußball, die es uns ermöglichen, wettbewerbsfähig zu werden. Und unser Ziel, auch wenn es sich jetzt ein bisschen vielleicht deplatziert anhört, den Aufstieg in die zweite Bundesliga auch planerisch auch zu schaffen.
Das ist unser Ziel, also Besetzung der Position des Sportdirektors in dieser Saison. Ich bin sehr dankbar, dass Lothar da ist, all die Jahre da war, dass er mich persönlich auch begleitet hat und natürlich auch in dieser Konstellation mit Joe. Ich weiß nicht, ob so eine Situation, so eine Konstellation nochmal geben wird. Für uns alle. Aber es war eine sehr lehrreiche Zeit, auch für mich. Und deswegen danke ich ihm und auch, dass er bereit ist, in den nächsten Wochen weiter zur Verfügung zu stehen und diesen Prozess des Übergangs zu begleiten. Loyal, vertrauensvoll, wie in den letzten Jahren, die nicht einfach waren. Ich glaube, das haben viele von Ihnen hier auch erlebt, was hier los war 2013, 11 beginnend für ihn und dann 2013, wie schwer es war, ihn auch hier zu stabilisieren, zu halten, aber dann zu gewinnen für die Arbeit, die dann mündete in diesem Weg, auch den wir die letzten 2 Jahre mit Joe Enox und seinem Team gegangen sind. Insofern bin ich dankbar und er wird da sein, solange wir das wollen und wir ihn brauchen. Er hat das angeboten und ich bin ihm da sehr dankbar für. Er hat aber auch angeboten, das zu machen, was Sie gesagt haben. Er hat sich persönlich oder seinen Verbleib ja sehr eng an die Personalie Joe geknüpft und hat auch uns heute Morgen auch seinen Rücktritt angeboten. Wir haben das nicht angenommen, dass er sein Amt niederlegt, sondern ihn gebeten, uns auch weiter zu begleiten in diesen nächsten Wochen, Monaten, bis wir den Übergang geschafft haben. Wir stecken mitten in der Vorbereitung des Kaders für die Saison 18-19. Da ist nicht nur das Trainerteam, sondern auch eben halt Lothar ein ganz wichtiger Faktor. Unter anderem ihm, aber maßgeblich auch Joe, sind die Verpflichtung von Ogi Vrid und Nazim Sangaré zu verdanken, die wir dann jetzt vor dem Hintergrund der auslaufenden Verträge abgegeben haben, wohl wissend, dass wir sie nicht 1:1 kompensieren können, gerade auf der rechten Seite. Wir sehen unsere Probleme dort, die Marc Haider auch hat durch den Wegfall von Nazim Sangaré. Ihm fehlt dort ein adäquater Spielpartner auf der Seite. Das ist so, das wissen wir und insofern sind auch die Leistungen entsprechend einzuordnen, aber wir haben uns so entschieden gemeinsam, deswegen stehen wir auch dafür, gemeinsam ein. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt auch konkret und wie gewohnt umfassend beantwortet, aber es ist schon wichtig. Es ist ein wichtiger Schritt für den VfL und Sie haben nach der Trainerfrage gefragt, die habe ich jetzt vergessen. Ja, es ist daran geknüpft, es wird beim VfL Osnabrück keinen Schnellschuss geben. Wir befinden uns in einem strukturierten Prozess. Wir sind dankbar und wirklich auch glücklich, dass wir gut ausgebildete Fußballlehrer haben, dass wir jemanden wie Daniel Thun haben, der uns jetzt unterstützt. Das zeichnet eben die Kolleginnen und Kollegen aus hier beim VfL. Man steht füreinander ein, gerade in schwierigen Zeiten und unterstützt sich. Und insofern wünschen wir ihm nicht nur Erfolg, wie in der Junioren-Bundesliga, sondern eben auch das nötige Glück, was leider, muss man auch sagen, leider uns in den letzten Monaten oder Wochen etwas abhanden gekommen ist und was sicherlich